Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute darf ich euch mal wieder die SoMe Social Media Edition vorstellen von der Goodie Box. Also das ist quasi die Box, die man bekommt, wenn man ganz, ganz neu eine Mitgliedschaft abschließt. Und wenn du Bock drauf hast zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Normalerweise ist es bei der Goodie Box so, dass man 19,95 € pro Box und pro Monat bezahlt und das wird dann aus Dänemark zu einem geschickt und da sind 5 Beauty-Produkte drin enthalten, mindestens 2 davon in Originalgröße, mindestens 70 Euro Warenwert, das heißt, du machst da auch einen guten Schnapp mit und es ist immer in diesem Design mit diesen Schubladen, ne? Und das finde ich sehr, sehr praktisch. Ich benutze es auch sehr gerne als Aufbewahrung tatsächlich und ja, wenn man die neu abonniert, kostet das Schätzelein, wenn ihr den Link in meiner Infobox verwendet, 9,95 €. Ihr bekommt einen exorbitant krassen Warenwert und richtig geile Produkte, die auch sehr, sehr beliebt wohl unter den Abonnentinnen sind. Und ja, hier möchte ich jetzt einfach mal mit euch zusammen reinschauen. Ich habe die auch selber im regulären Monatsabo und stelle euch die auch immer wieder vor. Und ich muss wirklich sagen, dass auch die Abonnenten tatsächlich in der letzten Zeit sehr viel tolle Produkte bekommen haben. Ja, jetzt gucken wir hier mal rein. Denn damit repräsentiert sich ja auch ein Stück weit oder präsentiert sich die Goodiebox bei den ganz Neuen. Und das finde ich immer sehr wichtig, wie diese ja ehemals Welcome-Box, mittlerweile SoMe-Box, sich so darstellt, ne? Also ob wir da einen guten Mix drin haben aus verschiedenen Bereichen der Pflege, ob wir da auch dekorative Kosmetik drin finden und so. Gut, also wir machen jetzt hier einfach mal den Klebi auf. Wir haben das immer mit relativ wenig Verpackungsmaterial. Raschel, raschel. Und hier haben wir dann den Blick in die Box. Es kommt mir ein richtig guter Duft raus, aber wir starten jetzt erstmal hier mit einem Blush. Und zwar von Thies, das Suit of Armor Don't Blush Me Blush. Das ist dieses hier. Und das hatten wir als Abonnenten auch, glaube ich, schon öfters mal drin. Was heißt öfters mal? Ich glaube, in einem Adventskalender war das und in der Box, ne? Ich habe ganz rappelkurze Fingernägel. Das ist halt in einer Pappverpackung. Na, genau. Und das ist ein sehr schöner Ton. Ich würde sagen, dass auch viele verschiedene Hauttöne den tragen können. Das finde ich auch immer wichtig, wenn wir sowas in Boxen drin haben, dass es nicht irgendwie nur die super hellen oder die super dunklen oder die Medium Skin Tones anspricht, ne? Weil ich bin zum Beispiel vom Hautton transparent quasi und gehe dann sehr oft sehr leer aus. Aber ich glaube, hiermit habe ich auf jeden Fall meine Freude. Der kommt auch mal in meinen Fullface Beauty Boxen. Oh, das schließt magnetisch. Ist in der Farbe Move übrigens, ne? In meinen Full-Face-Beauty-Boxen, da verwende ich dann immer die Produkte, die ich euch so in den Boxen gezeigt habe. Und mache da ein Schminki von. Als nächstes haben wir Avant hier drin. Das ist so eine Marke, die den Wert jetzt enorm in die Höhe schnellen lässt, ne? Das ist ein Niacinamid, Tripeptide, Hyaluronic, Meadow, Foam, Tocopherol, Shea Butter, Proteinkomplex, Restructuring, Niacinamide, Defense Serum. Die Namen, ne? 30 Milliliter sind hier drin, aber es hört sich auf jeden Fall von den Inhaltsstoffen her sehr gut an, also von den Wirkstoffen, die hier so ausgewiesen sind, ne? Also dass wir hier sowohl die Niacinamide mit drin haben, die dann ja auch quasi aufhellend wirken, dass man Pickelmalerötung so ein bisschen minimiert bekommt. Peptide sind immer sehr, sehr gut für die Hautbarriere, dass man da auch eine entsprechende Barrierefunktion der Haut halt wiederherstellt, ne? Und die Shea Butter, die dann auch noch wirklich schön feuchtigkeitsspendend sein wird. Finde ich interessant. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Und achso, ich werde immer mal wieder gefragt, wie sieht das mit MHDs aus, Claudi? Findest du da irgendwo was? Ich gucke hier hinten drauf. Ich sehe hier tatsächlich nichts. Wenn ich irgendwas finde, ich sage euch Bescheid, ne? Dann machen wir weiter mit einem Tool und das finde ich cool. Und zwar haben wir hier einen Pinsel von Zarco Beauty by Oli drin. Das ist auch sehr, sehr teuer. Ein Flat Cup Powder Brush ist das. Der wird dann wahrscheinlich auch ganz gut in Kombination mit dem Blush funktionieren. Und je fester so ein Pinsel gebunden ist, ne, desto intensiver wird das Produkt auf dein Gesicht aufgetragen. Und das finde ich schön. Ich müsste den aber noch irgendwo haben, weil ich meine, dass der auch im Adventskalender drin war. Ich weiß nicht, der kommt mir gerade auf jeden Fall bekannt vor. Oder ich hatte den auch mal in der Abonnentenbox drin, keine Ahnung. Und genau. Also das ist ein ganz, ganz cooler Pinsel. Dann, es riecht hier so gut. Bist du das? Ja, du tust da auf jeden Fall mit was dazu, ne? Das ist von Kind Nature, The Awakening Kind Cleansing Scrub Bar. Orange and Grapefruit, 100 Gramm sind hier drin enthalten. Würde ich persönlich eher für den Körper verwenden als mildes Körperpeeling. Fürs Gesicht verwende ich ja keine mechanischen Peelings, ne? Ist auch hier für den Körper. Steht hier hinten drauf. Great for Body and Hands, also für Körper und Hände. Oh ja, für die Hände kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich habe jetzt eben auch so einen Schminki gedreht, meine Hände glitzern. Da kann ich sowas wirklich gut gebrauchen. Lege ich mir mal ins Badezimmer.
Und das ist 99% natürlich, 100% vegan. Das ist sehr charmant. Auch hier kein MHD oder sowas zu finden, Leute. Es tut mir leid. Aber ja, haben wir hier auf jeden Fall. Orange und Grapefruit kann ich... Oh, ja, riecht gut. Kann ich mir jetzt auch im Sommer ganz gut vorstellen. Also im hoffentlich bald kommenden Sommer. Das ist ja die Juli-Box, also ne, macht das Sinn. Wobei das auch eigentlich im Winter geht. Aber ich glaube... Orange und Grapefruit in Kombination, das gibt dem Ganzen halt quasi nochmal eine gewisse Frische. Das ist eher ein Sommerprodukt, ne? Ja, so, riechst du so? Ich bin auf der Suche nach dem Duft. Vielleicht ein bisschen, das hat was Podriges mit dabei. Ida Walk, sagt mir gar nichts. Und das finde ich auch cool, wenn wir halt so ganz neue Marken hier entdecken. 75ml Repair Hair Mask, 100% vegan, Restoring Formula, auch hier kein MHD drauf. Ja, das ist eine Haarmaske, also auch an die Haare wird gedacht. Wir haben jetzt den Körper, wir haben die Haare, wir haben das Gesicht, also ne, dekorative Kosmetik, wir sind da schon ganz gut unterwegs, muss ich sagen. Eine Haarmaske kann man auch wirklich immer ganz gut gebrauchen. Da muss man halt, ja, 5 bis 15 Minuten müssen die wohl irgendwie, muss es einwirken. Ich würde dann wahrscheinlich eher die 5 Minuten nehmen, ne? Ansonsten dauert mir das einfach zu lange, bin ich ehrlich. Dann kann ich in der Zeit nämlich halt irgendwie auch mein Gesicht peelen, mein Körper peelen und sowas. Das mache ich dann meistens in der Zwischenzeit oder rasiere mich oder so. Und ja, schön, mag ich. Also auch das, ein klasse Produkt, was halt in so einer Welcome-Box super aufgehoben ist. 1, 2, 3, 4, 5 Produkte habe ich euch schon gezeigt und 2 weitere Folgen. Da habe ich von Vita Liberata ein Self-Tanning Gradual Lotion Produkt mit Marulaöl, Fabulous, 50ml for Face and Body. Kann man machen, muss man nicht. Ich bin überhaupt kein Fan von Self-Tan, also ich verwende es halt einfach nicht. Und deswegen werde ich das ja auch nicht verwenden, aber es ist nicht schlimm. Ich glaube, Vita Liberata ist auch eine sehr beliebte Self-Tan-Marke, oder? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich habe nämlich in euren Kommentaren auch immer wieder gelesen, dass ihr auch gar nicht so ultimativ cool findet, wenn wir super viel Self-Tan drin haben in Boxen. Wenn es jetzt in der Sommerbox mit einem Produkt drin vertreten ist, finde ich das jetzt nicht so schlimm, ne? Weil Self-Tan ist immer noch deutlich, deutlich, deutlich cooler, als wenn man sich pick in der Sonne legt, um da braun zu werden, ne? Da kann man besser mit sowas nachhelfen. Ich stehe einfach zu meiner edlen Blässe, beziehungsweise auf den, für den, zu dem Kleiderbügel auf meinem Rücken, den ich bekomme. Das ist halt das Einzige, wenn ich halt im Garten bin oder wenn ich, habt ihr in meinem Vlog auch gesehen, auf dem 90er-Festival unterwegs bin, dann, ja, passieren Dinge, ne? Gut, und dann habe ich hier das letzte Produkt und das ist Eta Extra. Ich glaube, du riechst so. Eau de Parfum, 5ml sind hier drin. Ich glaube, diese Parfums sind super, super intensiv und deswegen ist es auch nochmal so separat eingepackt. Das hatten wir, glaube ich, letztes oder sogar vorletztes Jahr im Adventskalender, wenn ich mich richtig erinnere. Hier haben wir scheinbar ein Rollerball, denn ich sehe hier nach unten hin kein Sprühvieh. Oder? Oder was bist du? Ja. Oder es riecht sehr unisex, sehr intensiv. Ist nicht mein Duft. Nee. Ich bin ja eher so eine süße, blumige, ne? Und genau, deswegen wird das halt auch demnächst dann einfach mal weiter wandern. Aber es ist auch nicht schlimm. Wenn man halt den Duft richtig feiert, kann man das auch einfach umfüllen, ne? Weil so mega abgefahren ist die Verpackung jetzt hier nicht von dem 5ml-Ding. Und hat das, also kann das halt in so einen Sprüher reinmachen. Dann hat man es halt auch in einem Sprüher, so, ne? Aber für mich persönlich ist es einfach zu herb. Ihr Lieben, Mensch, ja, das ist jetzt tatsächlich hier die Box gewesen und ich finde, ey, für 9,95 Euro sind das wirklich klasse Produkte, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Da bekommt man auch eine gute Qualität von bekannten und von unbekannten Marken, von, ja, Marken, also von Kopf bis Fuß bekommst du da halt auch wirklich was geboten und ich finde, das lohnt sich. Ne? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Box so findet und wie gesagt, wenn ihr Bock auf die Box habt und sie abonnieren möchtet, nutzt den Code, ach Quatsch, den Code, den Link in meiner Infobox, dann bekommt ihr nämlich genau diese Box als erste Box. Ne? Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, für ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.